Hallo und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie. Und Angelo. Genau. Ja, weil wir so stellen euch heute nämlich eine große Anzahl an Party-Quiz-Spielen vor, die wir eigentlich schon vor Silvester noch veröffentlichen wollten. Das hat uns leider nicht ganz gereicht. Jetzt kommen diese Spiele. Ich denke, es ist immer ein Grund, ein Party- oder Wortspiel zu spielen. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Spiele. Von einfachen Wortspielen bis zu Quiz-Spielen, bis zu Schätzspielen und sehr kreative Spiele wie dieses Stella. Ja, wir werden einfach nach und nach uns einen dieser Titel rausgreifen, kurz mit euch drüber sprechen, was man macht, vielleicht für wen das was sein könnte. Und so gehen wir nach und nach diese 6 tollen Spiele durch und wir starten einfach und ich weiß nicht, ob du beginnen Ich möchte möchtest. Beginnen, weil hier habe ich nämlich das Shepherd so arg, deswegen habe ich hier nur den Deckel und das, bevor der jetzt umkippt, würde ich sagen, fangen wir mit Less is More vom Ravensburger Spieleverlag an. Dazu werde ich euch natürlich auch gleich den Inhalt zeigen, bevor ich euch aber hier den Inhalt zeige. Kurz, worum geht es in Less is More? Es ist ein Wortspiel und wir werden gegeneinander spielen, das ist ganz klar. Und der mit trotzdem gemeinsam. Und trotzdem gemeinsam, denn wir werden versuchen, auf diese Schildchen Wörter, Buchstaben zu schreiben, die möglichst kurz sind, um den Rater, wie heißt der denn echt? Rater. Der Rater. Hinweise zu geben. Und ihr seht, dazu gibt es hier in der Spielerfarbe oder in der jeweiligen Spielerfarbe diese Schildchen, auf die wir was aufschreiben können. Wir haben natürlich genügend Stifte hier drin. Wir haben hier noch einen kleinen Punktezähler, der würde hier so angelegt, damit wir sehen, welche Spielerfarbe wie viele Punkte bekommt. Und das Prinzip ist eigentlich ganz simpel, denn der erraten muss, zieht eine dieser Karte, stellt sie vor sich hin und da sind jetzt 3 Begriffe drauf, in diesem Fall Zuckerwatte, Watte, Ortsschild und Kopfstütze. Er entscheidet sich, welche der 3 er möchte. Oben ist die einfachste, mittlere ist die mittlere und die unterste ist die schwere. Je nachdem, wie schwer die sind, gibt es Punkte. Ihr stellt euch das also so hin und alle anderen Spieler müssen sich jetzt auf ihr Blättchen etwas draufschreiben. Zum Beispiel zu Zuckerwatte schreibe ich irgendwie total abgekürzt Karies. Keine Ahnung. Es ist, wow. Es ist nicht der beste Begriff, aber ich schreibe einfach mal Karies drauf und dann hätte ich... Keine Ahnung, hätte ich vielleicht 6 Buchstaben dadurch. Jetzt keine Ahnung, wie viele Buchstaben Karies hat, weil ich habe es ein bisschen abgekürzt. Und diese Zahl gibt jetzt aber auch an, bei wem zuerst erraten wird. Also der Spieler, der die wenigsten Buchstaben benutzt hat, less is more, der darf zuerst aufdecken und der Rater hat jetzt die Chance, das Ganze zu lösen. Ja, und so ist eigentlich das ganze Prinzip. Aber es hört sich jetzt total easy peasy an. Aber der Gesuchte, also der Rater, ja, weiß ja gar nicht genau, um was es geht, weil es sind hier zig verschiedene Sachen drin. Ich will jetzt einfach mal kurz reingreifen. Hier könnten wir zum Beispiel haben, jetzt muss ich mal kurz drehen, hier Halstuch, Taucheranzug oder Sonnenstrahlen. Also es ist schon von allem was dabei. Eine Parkbank, ein Lampenschirm oder eine Drehscheibe. Und so sind die Begriffe eben kunterbunt und wirklich alltägliche Dinge drin. Und jeder versucht jetzt natürlich so wenig wie möglich an Buchstaben zu verwenden, um trotzdem genug Tipps an den Rater zu geben, damit er vielleicht draufkommt. Denn das Raffinierte ist daran, je nachdem wann der Rater das errät, und wer diesen Tipp dazu gegeben hat, gibt es entsprechend Siegpunkte. Und da geht die eben auf dieser Spieleschachtel entlang. Und ich finde, es ist ein total cooles Spiel, weil man muss sich erstmal auch eingrooven. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil manchmal kürzen manche wirklich ab, wo man denkt, was wollen sie denn einem sagen? Und ganz schlimm ist es, wenn einer eine Sauklaue hat. Das kann ich euch jetzt sagen. Bei Melly kann man die Haas nicht von den Kars unterscheiden. Und... Wenn Obwohl man, er jetzt schon wie lange mit mir verheiratet ist. Aber du schreibst selten irgendwas mit H und K auf. Egal. Ja. Less is more ist super. Umso mehr ihr seid, umso mehr macht das Spaß. Ich würde sagen, für wen ist das was? Also alle, die so Wortspiele mögen, alle, die vielleicht Just One gemocht haben, unbedingt Less is More anschauen. Ich finde es ein Ticken schwieriger als Just One, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist sehr kreativ. Ich sage nur, mir wollten sie Waschbecken erklären mit Klohand. Ja? Also denk mal drüber nach, ob das ein guter Begriff war. Ja. Melly macht einfach mit dem nächsten Spiel weiter. Ja, gerade weil wir so kreativ sind und in der Gruppe spielen, gehen wir doch direkt mal auf das nächste Spiel über. Und zwar auf das Herdentier. Herdentier ist auch ein richtig cooles Spiel. Umso mehr, umso cooler, muss ich tatsächlich sagen. Es geht bis, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, waren glaube ich 12 oder so. Also es... Können unglaublich, ach hier 4 bis 20. 20 Spiele, mindestens 4 und ich sag euch, am besten noch mehr. Jetzt ist natürlich das Ganze hier ein bisschen durchgeschüttelt. Eigentlich haben wir noch hier einen Rahmen für die Kuh. Die Kuh kommt nämlich auf die Weide.
dann bekommt natürlich jeder Spieler noch so ein kleines Zettelchen und einen Stift. Stifte sind, glaube ich, keine mit in der Packung, aber die werden ja in jedem Haushalt zu finden sein. Außerdem wird es einen Vorleser geben, der sucht sich hier einfach ein Kärtchen raus und liest dann eben vor, zum Beispiel, mach mal, nenne eine knallharte Disney-Prinzessin. So, und jetzt ist das Prinzip nämlich Herdentier. Wir überlegen jetzt, was würden alle anderen sagen? Ja, also wenn ihr sagt, Elsa ist so eine brutal krasse... Die ist schon krass. Ist, genau, dann schreibt ihr einfach Elsa aus Frozen drauf. Ja, wenn ihr denkt, ich kenne gar keine andere Prinzessin, fällt mir gerade ein. Vielleicht die von Ariel, wenn man sie als Prinzessin durchgehen lässt. Das ist eine... Also ihr Papa ist ja immerhin der König, oder? Also ist es eine Prinzessin. Genau. Und so sucht halt jetzt jeder wirklich eine Disney-Prinzessin. Gut, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Super Beispiel. Welche amerikanische Sportart ist die beste? Football. So. Basketball. Wir gucken... Okay, wir gucken eigentlich immer zusammen. Football, ich mache auch Basketball, das kommt nicht so Anschluss viel. Sagt jetzt Basketball. Also, wir hätten jetzt schon zwei Sportarten. Und so schreibt eben jeder Spieler entsprechend diese Sportart auf. Sobald dann alle fertig sind, wird verglichen und dann wird geschaut. Gibt es eine Mehrheit? Wenn ja, dann wird diese Mehrheit entsprechend Punkte bekommen. Gibt es einen Gleichstand, dann gibt es eben bei niemandem Punkte. Und ist wirklich nur ein Spieler dabei, der nicht ein Herdentier ist. Ihr bekommt diese so rosa gut. Kuh und ihr wollt diese rosa Kuh nicht. Die ist zwar nett, aber ihr wollt sie nicht. Diese rosa Kuh sagt einfach an, so, du bist eben kein Herdentier, so bam. Und dann kriegt man diese rosa Kuh und solange man diese rosa Kuh hat, kann man einfach nicht das Spiel beenden oder gewinnen oder als Gewinner herausgehen bei diesem Spiel. Wobei ich wirklich sagen muss, es geht bei diesem Spiel gar nicht so um diese Punkte, sondern wirklich um diese Kreativität, was an Wörtern in der Gruppe rauskommt. Genau, um die Meinungen der anderen. Wenn du zum Beispiel sagst, was ist irgendwie das beste Essen, dann hast du Leute, die sagen hier irgendwie, keine Ahnung, Schnitzel. Käsespätzle. Ja, irgendwie, du denkst dir, was, ist widerlich Bolognese, ja, das gibt's nicht. Und ja, dieser, oder Elsa, wenn dann keiner Elsa nennt, du bist der Einzige, der dann dasteht und sagt, hey, Elsa ist doch die Krasse bei Disney. Es ist ein wirklich sehr lustiges Spiel, vor allem für Leute, die gerne mal in größere Runde spielen, denn umso mehr, umso besser. Zu groß, finde ich, sollte die Gruppe aber nicht sein. Wir hatten es mal mit über... Wir waren fast 20, da verstreut sich es extrem. Da wird es ein bisschen chaotisch mit der Auswertung, ja. Da muss man eben so strecken. Ich hatte das und nein, aber es macht trotzdem tierisch Spaß. Und wie Melli gesagt hat, hier geht es gar nicht so sehr um die Punkte. Herdentier, schönes, kommunikatives... Spiel und, mit viel Lachen. Und man kann diese Packung streicheln, weil ja. Die hat nämlich samtige Flocken drauf. So viel noch dazu. Dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt ein Spiel, welches zwar in die Partyrunde geht, mit 3 bis 6, jetzt aber nicht so opulent mit Spielern dasteht, wie quasi jetzt Herdentier. Und das ist So Clever, ja? So Clever. So Clever ist schon das erste Wortspiel hier drin, weil es ist, erinnert an ein Kleeblatt. Und es geht im Grunde auch darum, dass wir Begriffe aufschreiben, um unsere Mitspieler anhand dieser Begriffe auf die Begriffe auf den Karten zu bringen. Ich zeige euch das gleich viel verständlicher. Okay. Denn ein Spieler nimmt sich hier dieses Dings da. Jeder Spieler ja, jeder nimmt so ein Dings eins. Da. Und dann werden hier zufällig diese Teile draufgelegt, sodass die anderen das nicht sehen. Mal kurz gucken, sind wir im Bild? Ja, wir sind im Bild. Wir sind immer. Und jetzt schaue ich mir und alle anderen, die mitspielen, gibt ja genug andere von diesen Dingern, diese Begriffe an. Ich habe hier zum Beispiel Mathe, Konzert, Kabel, Reis, Balkon, Werbung, Donner und Satz. So, und ich schreibe jetzt hier einen Begriff auf, zum Beispiel Konzert, da schreibe ich jetzt doch ganz klar. Konzert und Mathe, was verbindest du Konzert und Mathe? Ja, Konzert und Mathe... Ganz schwierig. Ich mache was anderes. Ich komme gar nicht drauf. Kabel und Reis. Nudeln. Ich sage euch gleich, warum. Nudeln. Kabel und Nudeln. Reis, okay. Genau, Nudeln. Das schreiben wir jetzt nach und nach hier also drauf. Und bevor es dann zum großen Raten kommt, kommt noch eine kleine Schwierigkeit. Denn jeder Spieler nimmt sich noch eine zufällige Karte hier aus der Schachtel. Dann nimmt jeder Spieler seine Plättchen raus aus seinem Kleeblatt, mischt die kurz durch. Legt sie dann so vor sich aus, weil wir beginnen mit irgendeinem Spieler, also mit dem Startspieler, wie immer. Dann legt er sein Plättchen hier hin. Ich schreibe jetzt hier einfach noch kurz irgendwas hin, damit ihr es seht. Ich hätte hier noch Auto geschrieben, warum auch immer. Und hier Pizza. Wir werden das nie zusortiert bekommen, und Leute. Und hier Schuhe. Ja, Schuhe. So. Ah ja, cool. Und die erste Raterunde beginnt jetzt einfach damit,
dass die Spieler sich jetzt diese Sachen angucken und wieder hier zurück reinlegen. Also ich habe hier zum Beispiel Religion und Halm und Donner. Jetzt suche ich hier gerade mein Kabel. Wo habe ich es denn? Mein Kabel. Melli, helf mir mal kurz. Hier, Kabel. Das war nämlich bei Nudeln. Jetzt lege ich das Kabel hier rein und was war es? Schnur, glaube ich. Nee, Reis. Reis war es, genau. Du hast doch gesagt, du wirst uns erklären, ja. Warum Nudel. Genau, ich lege das jetzt einfach mal so hier rein, weil ich als Spieler denke, so wäre die Lösung. Und dann muss ich meinen aufgeschriebenen Fragen, ob das dann so stimmt. Also ich sage jetzt einfach mal, ja, wir hätten gesagt Kabel und Reis, es ist ganz klar, Kabel sind wie Nudeln und in Asien gibt es Reisnudeln, also sind Kabel und Reis Nudeln. Hier hätte ich jetzt halt Werbung und Konzert, ja, da gibt es oft Autowerbung, ist doch ganz klar. Hölle und Religion. Pizza, okay. Ihr kriegt keine Pizza klar. In der Hölle, Leute. Und Schuhe und Balkon und Geschmack ist einfach, ja, klar, wenn die Schuhe stinken, kommen die auf den Balkon. So ist das Grundprinzip, ja. Und dann gibt es halt, je nachdem, wie viel man richtig hat, gibt es Punkte. Ihr dürft einmal falsch raten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Religion war nicht richtig, dann lege ich das wieder raus. Diese Sachen können natürlich auch beliebig gedreht werden. Das heißt, es ergibt sich so ein bisschen, wenn Kabel zu Nudeln gehört, muss theoretisch Auto zu Konzert gehören. Es ist einfach ein Heidenspaß, weil diese Diskussionen als Errater und als Aufschreiber zuzuhören, die sind so witzig und ja, manchmal kommen die Leute nicht drauf und denken, ist doch ganz klar, Schuh und Geschmack, hey, wenn es stinkt, muss es auf dem Balkon. Ja, es ist lustig, es macht Spaß, diese Sachen aufzuschreiben. Ich liebe so ganz schön, nee, so Kleber. So Kleber. Es ist echt ein Heidenspaß, das Ding. Ja, so Kleber ist wirklich clever. Man muss wirklich auch so ein bisschen in seine Mitspieler reindenken. Man muss sich überlegen, wie könnte er was miteinander verknüpfen, assoziieren und dann auch nochmal ins Tiefe gehen. Und es ist wirklich herrlich, was da für Diskussionen am Tisch entstehen. Und man selber muss sich aber auch noch seine Begriffe merken, die, ja, man aufgeschrieben hat und diese Wörter, die man zugesetzt hat. Und das ist wirklich auch noch eine Schwierigkeit in dieses Spiel, weil man ist so dabei, bei dem anderen mitzuraten und vergisst oftmals selber, was man denn so hatte. Für wen ist denn so clever? Natürlich für alle, die sehr kreativ um die Ecke denken, die sich gerne in was hineinfuchsen und die einfach Spaß und Freude haben, würde ich sagen. Genau, bei Spaß und Freude, hier ist auch so ein Spiel, das haben wir, glaube ich, so gut wie noch nie nach Punkten gespielt. Nein. Es macht einfach Spaß, diese Sachen zu haben. Das war jetzt auch viel ausführlich, wie ich es machen wollte, aber einfach, weil ich von diesem Spiel wirklich top begeistert bin. Deswegen machen wir doch einfach mit einem anderen Spiel weiter, was wir auch toll finden. Dann darfst du es raussuchen. Wir haben noch drei Spiele. Dann mache ich jetzt einfach nochmal mit einem Wortspiel weiter und zum Schluss kommt eher so Quizspiele, was aber eigentlich keine Quizspiele sind, okay. In meinen Augen. Und zwar das Stella. Und Stella steht ja hier ganz dick schon drunter, Dixit-Universum. Und da werden jetzt viele sagen, oh, Dixit? Mhm. Sag mal mehr. Ja, Stella ist auch wieder ein Kartenspiel mit diesen Dixit-Karten und es ist wirklich wieder wunderschön gemacht. Wir haben auch hier ein ganz tolles Inlay. Muss mal kurz hier aufpacken. Wir haben hier wirklich ein tolles Inlay. Wir haben hier wieder diese Dixit-Karten. Wir haben hier so Boards. Wir haben hier drunter noch entsprechende Stifte. Und wir haben hier nachher so eine Auslage an Karten. Ich mache das jetzt aber ganz kurz und knackig. Und zwar lege ich jetzt mal nur ein paar Karten hier hin. Das heißt, ich lege jetzt hier einfach nur 3 Karten pro Reihe. Normalerweise sind es viel, viel mehr Karten. Wir haben eben diese Auslage und diese würde mit diesem Board hier übereinstimmen. Ja? Also nicht dran irritieren, es sind jetzt weniger Karten. Und dann wird eben hier noch ein Begriff aufgedeckt und dieser wird jetzt hingelegt. Zum Beispiel, wir hätten jetzt hier Amulett. Das heißt, ihr guckt euch jetzt diese Karten an und Amulett finde ich jetzt schon sehr schwer hier. Ganz klar, der Foto ist ein Amulett. Ihr schaut jetzt einfach diese ganze Karten an und assoziiert jetzt Amulett mit diesen Karten und jeder Spieler für sich wird jetzt hier entsprechend diese Karten markieren, was er denkt, was seine Mitspieler meinen und was er meint. Denn es gibt nämlich hier entsprechend Siegpunktsternchen für Übereinstimmungen. Das heißt, jeder guckt sich erstmal in Ruhe diese ganze Karten an, macht sich Gedanken über das Amulett, x dann hier entsprechend Karten an. Ihr müsst mindestens eine Karte an xen und dann geht es auch schon zur Auflösung. Und die Auflösung ist ganz einfach und zwar ist einer der, ich glaube, Träumer hieß er, er hat diesen tollen Holzmarker vor sich stehen, diesen stellt er einfach vor sich hin und er muss als erstes jetzt auf eine Karte zeigen und hoffen, dass mindestens eine Übereinstimmung dabei ist. Er will eigentlich auch nur eine Übereinstimmung, weil umso weniger Übereinstimmungen hat,
umso mehr Punkte bekommt. Das ist dann eigentlich ein Volltreffer? Ein ja. Der Name war etwas komisch. Ist egal. Das ist ein Superfunke. Ein Superfunke. Habt ihr mehr als eine Übereinstimmung, dann habt ihr nur einen Funken. Und jetzt kommt das Gemeine. Habt ihr auf eine Karte getippt, die kein anderer auch hat, dann habt ihr keinen Funken. Und ihr seid auch raus. Das heißt, nur noch ihr seid im Spiel, um quasi die Übereinstimmung mit den anderen Spielern zu haben. Ihr selbst könnt aber keine Punkte machen. Dann gibt es noch so eine Wertung, der wo am zu viele Xe gemacht hat, also zu viele Karten, und der ist zu weit vorne. Der kriegt nachher noch Minuspunkte, wenn er denn keinen Funken hat. Genau. Und lustig. Es ist wieder, man denkt sich ja gut, was soll denn da noch groß kommen aus diesem Dixit-Universum? Aber dieses Spiel zeigt uns mal wieder auf, es funktioniert. Das wird uns noch die nächsten 10 Jahre was... Es ist echt unglaublich und es ist wieder... Natürlich, umso mehr man sich kennt, umso einfacher wird es wahrscheinlich sein, weil man wirklich in diese Karten so unglaublich viel reininterpretieren kann. Genau, also wir haben das jetzt auch schon 2-mal gespielt. Ich fand es wirklich sehr lustig. Ich mag die Dixit-Spiele generell alle. Wir mochten Obscurio, wir mochten, obwohl es kein offizielles Dixit-Spiel, glaube ich, ist, diese Mysterium-Sachen, wo man halt so Karten hat und da was reinmachen muss. Und man muss auf so ganz kleine Details achten, das finde ich einfach total spannend. Und auch hier ist die Auflösung super. Wenn man dann zum Beispiel sagt, wieso haben denn diese 2 Dinos hier im Eiswürfelglas, was ist denn das für ein Amulett? Und dann kommt irgendeiner, ja, ist doch klar, wenn man das da irgendwie so, man hängt sich Dinos um den Hals, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach super, es macht Spaß, es ist einfach wieder wunderhübsch anzuschauen. Und wie Melly sagt, Wahnsinn, was die sich hier im Dixit-Bereich immer wieder neu einfallen lassen. Und so als Dixit-Fan, da kauft man das sowieso, weil die Karten könnt ihr theoretisch auch fürs normale Dixit benutzen. Und eure genau. Dixit-Sammlung, die ist irgendwann so... Und ihr könnt natürlich eure Dixit-Karten wiederum für dieses Spiel nutzen. Genau. Ich muss auch sagen, es ist ein unglaublich tolles Inlay, muss man auch mal loben. Es passt wirklich alles ganz genau rein, auch wenn ich es jetzt nicht gleich reinkriege. Ich nehme es einfach zur Seite, damit Angelo das nächste Spiel vorstellen kann. Okay, ich mache mit dem richtigen Quizspiel weiter. Really? Really. Really ist... ja, von Huch. Und wir haben es echt schon ein paar Mal gespielt. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil es uns wirklich gut gefällt. Es ist auch so ein Chatspiel, denn jeder wird hier so eine Tafel bekommen. Das mache ich jetzt einfach so im Bild. Wir sind im Bild. Und dazu gibt es dann ganz simpel einfach Fragen. Die Fragen werden gestellt. Zum Beispiel Christoph Kolumbus. In welchem Jahr landete er zum ersten Mal in Südamerika? So, oh, das könnte jetzt peinlich werden. Das könnte peinlich werden, deswegen sage ich es nicht. Nee, du musst egal, ja auch nur das. Was aufschreiben. Genau. Und jetzt haben wir hier einfach von bis. Ich sage jetzt einfach mal, er hat das erste Mal Südamerika bereist, wahrscheinlich. Betonung auf Süd. Südamerika. Ich sage jetzt, das war einfach irgendwas steht zwischen 1700 und 1800. Keine Ahnung. Da. So, jetzt haben wir hier 100 Jahre Spanne. Die schreiben wir hier auf. Das machen die anderen auch. Dann decken wir das Ganze auf und bäm, ich habe mich super blamiert. Das war nämlich 1498. Ich nehme schon mal nicht an der Wertung teil, weil ich bin gar nicht in diesem Rahmen. Wären wir jetzt aber in diesem Rahmen, dann wird einfach geschaut, oder sind mehrere in diesem Rahmen, wer hat denn die kleinste Spanne? Ja, und diese kleinste Spanne, die kann manchmal ganz klein sein, eins, manchmal ist die enorm hoch. Und je nachdem, was wir hier haben, bekommt eben einer oder mehrere Punkte. Der mit den kleinsten Spanne, der kriegt die meisten Punkte. Wir haben nämlich hier irgendwo eine Punkteübersicht. Ja, hier. Hier, da haben wir die Punkteübersicht, das sieht dann so aus. Hoppla, der trägt dann hier seine Punkte ein. Der mit dem Zweit, oder mit dem, oder alle, die das in der Spanne waren, aber nicht den kleinsten haben, die kriegen halt eine kleinere Punktzahl. Und ihr denkt euch jetzt, boah, das hört sich trocken an. Es ist nicht trocken, Leute, weil diese Fragen echt Laune machen. Man lernt auch unglaublich noch was dabei. Zum Beispiel, habt ihr denn gewusst, wie viele Follower Cristiano Ronaldo auf Instagram hat? Jetzt überlegt ihr kurz, wie viele er haben könnte. Und dann geht ihr auf Instagram und ihr werdet sagen, alter Falter, hätte ich nicht gedacht. Ja, mehr spoilern wir nicht. Und das Spiel lebt halt von diesen wirklich witzigen, sehr interessanten Fragen. Auch wieder diese Einschätzungen am Tisch. Es gibt eine Frage, wie viele Veganer gibt es in Deutschland? Und manchmal liegen die Spannen total daneben. Manchmal trifft man sich, man freut sich, wenn man so... Es oder wenn man ist ganz Spaß. Knapp vorbei ist. Also es macht wirklich Spaß. Und zwar... Man hat noch so ein paar Sondersachen. Hier gibt es auch wieder so eine Wertungstafel, ja. Ach, tut die raus. Was soll's? Es geht nee, eigentlich, die, aber klar, das Spiel ja auch. Irgendwann sollte man es beenden. Und zwar hat man hier nochmal so einen kleinen Wettlauf. Wer als erstes diese 15 Punkte erreicht hat, der gewinnt das Ding. Ja. Aber ich finde es richtig cool, weil halt immer noch die Chance besteht, immer wieder mal aufzuholen oder mal hier ein Pünktchen zu holen oder auch mal der Sieger zu sein oder es gibt auch mal eine Nullrunde. Und es ist wirklich ein tolles Spiel, weil die anderen, oder wir lernen alle noch was davon. Es sind wirklich Fragen dabei, wo man sich denkt so...
hätte man eigentlich wissen können. Und wow, echt unglaublich, das ist ja echt richtig mega toll. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das merke ich mir jetzt. Und manchmal fängt man dann an, klug zu scheißen, ist einfach so danach. Genau. Und ihr seht, unsere Boards sehen schon ein bisschen schmutzig aus, weil wir haben es wirklich oft gespielt. Und das spricht halt für dieses Spiel, weil eigentlich sind jetzt auch nicht so die Fans von diesen reinen Quiz-Spielen, weil man oft kommt sich einer blöd vor, ihr könnt das Ganze im Team spielen. Dann kommen sich zwei blöd vor, keine Ahnung. Es macht echt Spaß. Also es hört sich trocken an, es ist jetzt vielleicht mit diesem Orange auch nicht das ansprechendste Spiel, keine Ahnung. Aber es macht wirklich Spaß, wenn es nur so ein bisschen in diese Chat-Spiel-Richtung geht und ihr sagt, ihr sucht was für eine größere Runde, weil ihr es im Team spielen könnt, dann guckt euch Really auf jeden Fall an. Wir hatten mit dem Spiel 21 wirklich den meisten Quiz-Spaß. Wir sagen uns dazu, wir hatten kein Smart 10 gespielt bis dahin. Vielleicht hätte uns das besser gefallen, keine Ahnung. Aber Really hat uns richtig Spaß gemacht, auch so ein Spiel. Da lacht ihr einfach viel, da schätzt und ihr viel. Es kann wirklich jeder mitmachen, weil es sind wirklich, es sind alltägliche Fragen drin, es gibt aber auch ganz skuriose Dinge. Das heißt, da kann wirklich jeder mitmachen. Man braucht kein großes Allgemeinwissen oder ein unglaubliches, was auch immer. Das Einzige, man sollte ein bisschen schreiben und rechnen können und dann kann schon losgehen. Genau, also es ist cool. Also wenn natürlich ein super, wenn ihr so einen Sheldon Cooper dabei habt, dann habt ihr verloren. Ja. Der macht das Ding halt ein paar Runden. Der spielt dann halt für sich allein und dann kommt ihr euch vielleicht dumm vor. Ansonsten ist es sehr schön. So, jetzt kommt das in die ähnliche Richtung, genau. Aber vielleicht einfacher. Jetzt geht es auch in die Quiz-Richtung, würde ich mal sagen. Auch so ein bisschen Allgemeinwissen. Aber diesmal wird es farblich. Und zwar Color Brain. Und die, wo unseren Adventskalender verfolgt haben, die wissen jetzt schon mal, um was es hier geht. Natürlich um Farben und Fragen und Antworten. So, Color Brain kommt hier, ich krieg's nicht auf, doch jetzt geht's. Kommt hier in einer einfachen Schachtel. Wir haben hier für jeden Spieler ein so ein Set von Farben. Das seht ihr hier hinten einfach drauf. Nee, das ein bisschen weiter vorhältst dann. Ja. Okay, das sieht man hier einfach. Hier sind diese Einser. Wir haben verschiedene Farben, die wir auch benutzen müssen. Diese bekommt jeder Spieler auf die Hand. Und um was geht's? Es geht natürlich um das hier. Und da steht jetzt zum Beispiel drauf, häufigste Farbe von Paprika. In der Schweiz Pepperoni. So. Ja, finde ich wichtig. Ich finde es auch wichtig. Ja. Ja. Und dann steht hier oben so ganz klein noch eine Zahl. Und jetzt habt ihr ja eure Farbkarten und jeder muss sich jetzt Gedanken machen. Sag mal eine Farbe. Also häufigste Farbe von Paprika 4. Okay, ich mache das jetzt einfach, als würde ich spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob du alle Karten hast. Ist egal, ich mache das. Und jetzt ist nämlich echt schwer, weil ich gerade überlege, welches die vierte Farbe sein soll. Das Schatzi. Hä? Die hier. Achso, stimmt. Ich esse nicht so gerne Paprika. So, und dann sucht ihr euch diese vier Karten raus. Also ich habe Gelb jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist Grün, Orange, Rot, Gelb. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch alle Spieler legen ihre Farbe raus. Zacki, wir legen das so hin und dann holt Melli raus, die Kärtchen. Ja, es stimmt. So. Es ist Grün, Gelb, Orange, Rot. So, jetzt kriegen wir für Punkte oder auch nicht. Wenn nämlich... Wenn es mehrere haben, dann füllt sich der Pott. Wenn es nur einer hat, der bekommt dann entsprechend Punkte. Und da gibt es eben auch wieder so einen Block dazu. Das heißt, man kringelt hier entsprechend die Punkte ein. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern man das spielt, ist es halt eher zu Ende oder auch später. Man kann das Ganze auch im Team spielen. Das heißt, dann tut man sich eben zusammen und muss gemeinsam eben diese Fragen beantworten. Ja. Und ihr denkt jetzt, ja gut, was soll denn da schon schwierig dran sein? Aber ihr habt gesehen, Paprika 4 war jetzt erstmal so einfach verwirrend. Aber da fühlt sich denn der Pott und dann seid ihr richtig scharf drauf, diesen Pott zu knacken. Denn es gibt eine andere Frage. Wir machen einfach kurz eine andere Frage noch. Der Drache Elliot, 1. Ich habe keine Ahnung. Noch eine. Einen Daumen haben, 1. Verstehe ich jetzt einen gar nicht. Einen grünen Daumen haben. Oh, Melli, ich sehe dich, ich werde jetzt sagen, einen Daumen haben, was soll denn das sein? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie meine Joker-Karte. Es gibt nämlich noch so eine Joker-Karte, da kann man sich den anderen anschließen. Ich guck mal. Mit reinmachen. Okay. Also davon gibt es ganz viele Karten in diesem Blister. Es gibt noch ein zweites Deck, das haben wir noch gar nicht gebraucht, weil wir immer noch mega Spaß mit diesem hier haben. Sind nämlich doppelseitig. Genau, das ist nämlich doppelseitig. Da habt ihr einfach nochmal eins. Und es gibt inzwischen auch schon eine Version für, glaube ich, 2 Spieler, beziehungsweise eine kleinere Version. Diese Karten, die da drin sind, die könnt ihr auch hierfür benutzen. Ihr könnt die Karten dort für benutzen. Dort für, super Wort. Dort für, ja. Also Color Brain hat uns auch mega, ich krieg's nicht mehr rein, lass mal ganz kurz, mega überrascht. Wir haben es nämlich wirklich erst auf der Spiel in Essen kennengelernt und wir sind begeistert. Man hat richtig Spaß gemacht und das ist auch so ein Spiel, das nehmt ihr mit auf den Geburtstag. Und wenn dann die Kinder im Bett sind und die Erwachsenen da sitzen und sagen, na, was machen wir jetzt noch mit unseren 8, 9 Leuten hier? Und dann sagt ihr halt,
Color Brain geht bis 12, wunderbar. Komm, wir spielen Color Brain. Und, das und viele werden erstmal aufschreien, so, oh nee. Aber Color Brain ist auch wirklich wieder für alle eigentlich was, weil ja. Es geht hier um Allgemeinwissen, es geht um Farben. Und es geht um Lachen. Das heißt, genau, es geht gar nicht mal darum, wieder Punkte zu machen und zu siegen, sondern es geht einfach darum, zu schätzen, ob man wirklich die Farben richtig erkennt oder weiß. Und es ist manchmal echt eine Überraschung, wenn dann diese Karte rausgezogen wird, denkt man sich, mein Gott, wie konnte ich denn jetzt eigentlich das mit dem verwechseln? Das war da eigentlich ganz logisch. Genau, also, das Spiel ist auch super. So, ja. Ich glaube, alle Spiele fanden wir sehr gut und selbst euch nicht vorgestellt. Genau. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Spiel für größere Runden seid, also 6 ist, glaube ich, das Kleinste, was wir hier hatten. Es gab nichts mit 4 Spielern. Und ihr sagt jetzt, doch Zelda, glaube ich. Nee, das geht auch für 6. Wunderbar. Ja. Dann guckt doch euch das mal an. Also je nachdem, seid ihr Quizzer, nehmt ihr vielleicht Really, seid ihr so die kreativen Dixit-Menschen, dann ist Stella was für euch. Wir hoffen, wir konnten euch die Spiele ein bisschen näher bringen. Wir haben sie euch kurz angeschnitten, wir haben euch das Material gezeigt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir hatten auf jeden Fall Spaß mit dem Video. Ich muss jetzt gleich was trinken. Mein Bubble-Hals ist so ein bisschen trocken jetzt. Deswegen verabschiede ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Ich bin raus. Melli hat das Wort. Ja, ich gehe natürlich mit raus. Mal gucken, ob wir noch ein Quizspiel auftreiben können, was wir jetzt vielleicht noch vergessen hatten zu erzählen. Aber das werdet ihr dann im Rückspiegel erfahren. Das soll es jetzt von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.